Was für Material? Ist alles Elmachstein. Magst du noch was? Ja. Also, bereit ist. Dieses Ding so, so wie heißt das? Küchenmesser, aber trotzdem diese, wie heißen die, diese Gaucho, die Art Gaucho Knives. Das ist auch Rachen, ne? Was? Gute Frage. Guck mal, das ist ja so ähnlich wie deins. Du hast schon alles, aber rund. Das ist genau das, was du haben wolltest. Ich hatte aber auch für den Küchen, habe schon ein Küchenmesser gemacht. Mein Sohn hat eben beim Rumfummeln mit dem Messer, ob scharf ist, zack, den eingeschnitten, hat das Finger war zwischen drin, ein Stück den Finger mal. Ach, nee. Das hat typisch Michael Hand. Aber guck mal, das ist doch so ähnlich wie von dir. Der Brief meinst du? Ja. Klar, ja. Aber was ist das? So gefällt mir das hier. Was braucht man das Messer? Du hast ja mehr Messer in deinem Sack wie bei dir hinten im Shop. Ja, das ist nur meine Privatsammlung, weißt du. Das sind ja gut mal viel einfache Sachen. Ich schaue einfach mal ein Ding. Ich finde das so cool, weißt du, wenn du halt so mit der Kettensäge Messerle machst. Das ist echt cool. Spielerei halt. Guck mal. Dann eben auch ein Messermacher, der, wie heißt denn der? Da war zweimal schon auf der Messe. Da habe ich das kleine und große Jagdmesser bei dem. Das ist groß. Ich habe schon Angst gehabt, dass wir zu wenig Messer haben da. Das ist groß. Der war viel längere Zeit auch in Südamerika. Gib mir das noch vom Ding ans Form. Wie heißt der Form? Hornagel. Hornagel. Kommst du hier? Jetzt bleibst du mal da. Das ist schön. Ja? Thomas Braunnagel. Und dann habe ich halt auch eine kleine Sammlung in meiner Kiste. Das gefällt doch. Ich sitze einfach falsch. Okay, ja, komm doch rüber. Hier ist auch kein Platz hier. Das kriegt ja gar nichts mit hier. Jetzt wird es interessant hier. Das ist der Dings, das war bei mir, das ist von Lörrach, ein Messermacher, der das Weibstück macht. Und da geht es unheimlich scharf. Das ist immer krass. Ich hab die jetzt schon drauf. Ist doch geil, oder? Das ist der Hammer. Das ist lustig. Auf so eine Idee muss man kommen. Gut, das ist vom Pierre Vallée. Ich dachte, was, Vallée? Von Südfrankreich. Das ist sehr schön. Auch ein Edler da hast. Das kenne ich jeden Tag aus. Das Material kenne ich. Entscheide halt, ob passt dazu, wenn die richtig cool Edel gemacht hat. Für den Franzosen. Was machen? Eine heiße Liebe. Guck mal, das da, kennst du sowas? Ja, vom Thomas, der war ja bei unserem Stammtisch. Das ist sowas bei, ne? Der baut ja. Ja, und Milch, weil es ist verwechselt. Du magst bestimmt sehr spezielle Preisvorstellungen. Ja, was soll denn das kosten? 4,4 oder so. Vanilleeis und heiße Kirschen. Was ist das denn? Was für Stahl ist denn das? Das ist ein Ja, aber auch für Stahl. Das ist eine spezielle Preispolitik. Das ist schön, aber so schön leicht ist es. Nur, das ist jetzt. Das ist jetzt kein Fall für dich. Das ist der Chef. War das jetzt aus seiner Kiste oder war das eins von deinen? Aus dieser Kiste. Was ist das für Stahl jetzt? Das ist Lamas, ein Rostfall. Ja, russischer oder was? Nein, das ist Franzose. Ja, weil ist halt relativ bekannt. Das ist ein Kasten, guck mal unten, die Schneide ist ganz was anderes. Also anscheinend wird er selbst geschmiedet oder irgendjemand. Der war schon im Fernsehen und ist auch schon berichtet worden, irgendwie so ein französisches Messemagazin war und berichtet über die Training. So, weißt du auch, was drin ist, was für Material ist? Es war auf meiner zweiten Messe, hab ich das gekauft, vor 18 Jahren. Manchmal, ich weiß noch, was du vor 18 Jahren, was du mir erzählt hast. Moment, was hat das vor 18 Jahren gekostet? Wie schätzt? D-Mark? 450. Also er wollte 200.000 Mark dafür. Das schöne Holz. Er wollte 200.000 Mark. Ja, stimmt. Damals war es ist das angelaufen schon. Er hat die Scheide mit dazu und er hat bezahlt 1.000 Mark. Ist ganz grün geworden. Grünsporn. Nein, ich habe jetzt. Oh, 3 von 20. Hier, rostfrei im Büro.
Kennst du das? Das ist Messer heutzutage. Kenn ich nicht. Weil das ist nicht. Aber liegt toll in der Hand. Das ist halt Pia Valle. Ja, klar, ist wohl schlecht. Schön. Vor allem, ich habe das ganze Ding gemacht. Ne? Guck mal, das Holz. Ja. Ding ist leider beschlagen, möchte ich mal. Aber das ist das Ding, das kennt ihr bestimmt auch, der Pfeil da. Wer ist das? Die Nummer 1. Ja. Ich habe es nummeriert, ja. Ja, ich habe die Dinge. So, das ist so ungefähr. Aber etwas liegt. Das liegt nichts, ne? Das ist ein Stück zu Hause liegen, aber nur aus der Ukraine. Luftstark. Das liegt nichts. Aber das ist auch so Motiv, glaube ich, auch. Ich finde das ein sehr angenehmes Küchenmesser. Ja. Sehr angenehm. Sehr guter Küchen. Scout-Schönheit. Die Jungs, die das machen, die sind die Amerikaner. Die wissen schon Bescheid. Ich bin jetzt echt. Die wissen echt Bescheid. Ich habe da einen Tausch gegen Kompanbogen. Ja, ich kann es mir vorstellen. Das ist auch rostfrei. Da habe ich, Zertifikate zu. Das ist ein altes Backen. Das sieht man, dass es rostfrei ist. Ich kann es sehen. Ich nicht. Mir hat das Messer unheimlich gefallen. Der Tanto schnitt vorne eben und war kleine schnuckelig. Aber was macht man? Ist Mammut-Elfenbein. Und Ding ist halt gut, das ist ein reines Sammlermesser. Ja, aber kannst du nehmen, so ein Nasebohrer kann man es gut nehmen. Fingernägel säubern. Ja, oder irgendwelche Ritzen halt, oder wo du sauber machen willst du mit. Ja. Ja. Auskratzen. Ja. Schöne Grill. Mal Küchenmesser teilen. Weißt du, wer es gemacht hat? Richtig schönes, großes Schiff. Weißt du, wer es gemacht hat? Das ist ein gut in der Hand. Muss ich mal in die Hand nehmen. Nee? Weiß ich, kennt der Stefan Schwarz? Die zwei kennen Stefan Schwarz. Ja, der hat das Messer damals gemacht. Beim Eddie hat er oben. Die Klinge ist von Paul Strande, nämlich an. Der Eddie hat nämlich viele Klingen von Paul Strande. Das heißt, was heißt damals? Boah, 15 Jahre her. Das habe ich gleich für 19 Jahre zum ersten Mal gekauft. Das war damals von einem Steigerwald. Vom Staubach, Michael. Welche Scheide war das? Das war das Ding. Nein. Ja. 30 mit dran. Wenn du dein Eis hast, darf ich das schön. Die ist von Bronner, ja. Die ist ein bisschen schön. Das ist aber gut hier. Polster. Ja, das finde ich top. Ja, wie findest du? Gut. Das ist Leder. Ja? So angenehm. Weil ich habe viel, also. Allemand. Ach was, ein altes Allemand. Hm? Ein altes Allemand. Ne? Cool. Ja, das ist noch ein Messer, gell? Ja, aber guter Wert, gutes Allemand. Sowas habe ich auch noch nie gesehen. Das ist das erste Mal. Das ist schau vom Thomas, ne? Ja, ja. Aber für was soll denn das jetzt gut sein? Oh, du hast eine geile Aufbrechlinge. Also ist für. Du kannst Fingernägel legen, kannst du perfekt wieder aufbrechen. Das ist eine scharfe Sau. Ja, das ist so ein Bogenmesser. Ne? Und deutscher, aber auch deutscher Messer machen. Das sieht auch ähnlich wie Ballbach damals. Das könnte sogar Ballbach gewesen sein am Anfang. Nee, das ist nicht leicht, ja. Der wurde ein Messer machen. Ein bayerischer Messermacher. Ja, hat das Material auch selber geschmiert? Weil das ist ich denke, er sagt ja. Weil das sieht nach Balbach aus. Auch japanisch, mit drei Stahllagen. Das sieht man sofort mit dem Griff. Aber ich mach das nicht, ehrlich gesagt. Ich will jetzt schon dann poliert oder geht jetzt. Aber das machen die viele, wenn die das signalisieren wollen, dass sie wirklich das geschmiedet. Ist das scharf, ja, ich komme hier her. Wow. Das da eher. Was ist das, ein Mix zwischen Hohlschliff und Scandi oder was ist das bei den Japanern? Du, naja. Das hat mir halt gefallen mit der Rundschleife dazu. Aber das ist vielleicht flach ausgeschliffen. Mann Gott, ist das flach ausgeschliffen. Ja, wenn man so gleich weg durchzieht, das Leder wegziehen, dann geht es noch besser. Wenn das Leder ziehen, muss man gucken. Oh. Da bleibt es eigentlich alles kleben. Klinge. Vor zwei, drei Jahren. Schon mal geschafft, das ist. Ich habe ein Original. Tapio Vercala. Das ist ein finnischer. Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Cold Steel hat es vor ein paar Jahren, diesen finnischen Messer, wo ganz teuer verkauft hat. Das ist von Tapio Vercala Design. Ich habe von 1975 Original, neu, nie geschliffen, nie benutzt. Schön. Weil Vercala ist 82 verstorben. Mhm.
und es gab nicht viele. Das passt. Was Lynn Thompson. Sie hat alles schon mal gegeben. Und jetzt kommt alles wieder. Ja. Das ist so ein bisschen wie so ein Ambush. Was machen und da hat sich damals. Ja, du kannst so legen mit neuen Sachen. Die kenne ich ja alle recht gut. Ja. Die sind ja immer in Abu Dhabi auf der Messe, wie ich gesagt habe, wo ich schon da bin. Ja. Die sind sie auch. Der Thompson. Ja, den kenne ich auch. Ja, ganz flach geschliffen. Hallo Erik. Ich habe keinen kalten Bauch, kriegst du mit dem Eis. Für was ist das? Zum Pieksen. Kann man viel machen. Wenn die Zombies kommen. Viel Blödsinn kann man machen mit. Muss ich aber erstmal mein Auto komplett umbauen. Gibt da 20, 25 vorne auf der. Mutter oben. Vorne auf der Stoßsteine, genau. Ja, das ist ja auch cool. Richtig. Ja, ich kann die Namen laden alle mehr. Ja. Das Laminat oder der Mast? Das ist damals. Naja, das ist damals. Das sind einfach nur wenig Lagen, deswegen ist es. Ja, das Ding, also das große Jagdbesteck, das kriegst du aus von scharf. Da kann ich mal die Scheide bitte. Zeigen wir das Verrückte. Boah, Alter. Alter. Das wird ja gefährlich jetzt hier. Ja, das ist halt hier zur Jagdkombination. Ne? Damit machst du das wild dann auf und damit machst du dann nachher gleich portionieren. Ne? Damit filetierst du es dann. Damit hackst du dann die Portionen klein, ne? Für die Tiefkühlbeutel. Sicher, dass es irgendwas. Das ist ein Eichhorn da hinten noch. Eichhorn, ne? Das ist noch ein altes. Ja. Das Sorge mal an als erstes. Schau mal. Bitchy, guck mal. Das soll Ding Elmax sein. Kriegst du Elmax so poliert? Glaube ich nicht. So, Elmax ist matt. Ja, habe ich verstanden. Ja, vielleicht haben sie da irgendwie. Guck mal, das ist richtig spiegeln. Oder wir haben. Guck mal, sogar satiniert. Ja, ich sehe mein Gesicht. Das ist noch. Original. Ja, ist es schon. 30 Jahre? Ja, sagen wir mal so, ich habe es bestimmt schon 20. Wo ist die Scheide von? Original. Da ist der Puma. Quellpunkt drin. Du, ich habe auch noch ein Original von Puma. Das ist das hier Nummer 2696. Das nehme ich immer, wenn ich mal zum Rehjäger geschlagen werde. Ja. Vorgeschnaumte da und seinen ersten Rehbock geschossen. Der darf aber das ist nicht schwer. Das ist noch angenehm. Das muss Betscher. Da ist der Rockwell-Punkt. Ja. Da haben Sie nicht. Wie viel Rockwell hat es denn? Wie heißt denn der? Der Sprungschütze zum Messermacher. Der gleiche wie der Mann. Original, das alte Schwarze. Aber Puma. Aber Damastil ist das. Das ist Damastil. Lass mal Lupe. Das ist ein 6mm Brecher oder was? Ist das 6mm? 5, oder? 5. Das ist Original Expedition Knife, glaube ich, das steht. Von den Lennarts, die gemacht hat. Toll. Das macht man, wenn der Knochen anfängt zu reißen. Das ist ein Stückchen. Ne? Da geht der Knochen kaputt, siehst du es? Da geht er kaputt. Schade drum, das Schwimmchen von der Eva, das war ja mein damaliger Hund. Mit Boxiofüller, wie? Ja. Naja, diese Hohlgriffe finde ich halt, ne? Am besten. So, jetzt werden wir dich mal beim Filmen aufnehmen. Jetzt bestimmt was ich hab, beim ersten TFG-Messertreffen. Ich habe zwei Buffalos geschossen, selber zwei Buffalos schon, zwei alte. Aber ich weiß nicht, das ist. Und die haben ja Knochen, da die Finger immer auf, wenn das hohl ist. Machst du hier zu, machst du immer. Das ist toll. Und frischhalte Folie. Und dann mit irgendwelchen Paracord oder so richtig, richtig fest und liegen lassen. Dann, weil Frischhaltefolie, die haftet nicht auf Epoxy. Machst du dann runter und hier zu, dass der Hund noch heile bleibt. Dann polierst du wird und dann kommt es wieder. Bei Epoxy gibt es sogar in der Farbe, kriegst du. Da sieht man gar nichts mehr. Mhm. Also ich habe schon vieles getrickst, aber das ist schade. Das ist. Was ist für eine Oberfläche denn? Was ist das für ein Griff? Das ist ein Horn oder ein Knochen. Ist so ein Knochen sein, Kamelknochen. Ja, Kamelknochen kann auch sein. Ich habe irgendwo die Zertifikate zu. Giraffe, Kamel. Aber die Farbe kriegst du hin, da sieht man dann gar nichts. Man muss drüber polieren. So bloß der Hund komplett abdecken. Sonst, wenn du polierst, da wo der Hund ist, dann ist es weg. Aber ansonsten, das ist ein bisschen Horn, den ich nicht. Ich gebe es dann Eddie mit. Eddie kann das. Eddie hat das. Das ist mal alles gut. Mann, ich mach das jetzt mit Leuten aus.
Tja, es sind schon ein paar Jahre, wo ich sammle. Ich muss ja drauf gucken, die heißt nicht ganz schlecht lesen.